Bei Dienstleistungsunternehmen gilt, der Kunde ist König. Freundlichkeit, gutes Auftreten, Serviceorientierung und schnelles Arbeiten wird nirgends so groß geschrieben wie in Hotels und Restaurants. Im Hotel Lenkbachhof in Alt-Lenkbach hat das auch bei der Lehre zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin oberste Priorität. Das weiß auch Marlene, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen hat. Ich bin in gewissen Dingen sicher stressresistenter, bin auf sicher viel kommunikativer geworden und ich habe sicher ein stärkeres Nervenkostüm. Stressresistenz und starke Nerven braucht auch Lorenzo, der das dritte Lehrjahr zum Gastronomiefachmann absolviert. Früher war die Lehre unter Koch und Kellner bekannt. 4 Jahre dauert es, bis Lorenzo sowohl in der Küche als auch im Service ausgebildet ist. Die Kochausbildung ist nicht für jeden die richtige Wahl. Man muss lernen, mit Stress umzugehen. Und das können nicht alle. Ich habe schon Lehrlinge erlebt, die Lehre nach ein paar Monaten abgebrochen haben, weil die sind mit dem Stress nicht zurechtgekommen. Lorenzos Oma besitzt ein Hotel in Tirol. Ihm wurde das Gastronomie-Gen wohl vererbt. In den österreichischen Tourismusschulen mangelt es an Nachwuchs. Von denen, die eine gastronomische Ausbildung abschließen, bleiben nur wenige in der Branche. Lorenzo weiß, dass er seine Leidenschaft gefunden hat. Ihm gefällt an diesem Beruf, also dass man seine Kreativität ausleben kann. Und ja, eigentlich, man hört das glaube ich zwar nicht oft, aber mir taugt der Stress auch. Also das, wenn zum Beispiel, wenn Stress ist, dann hast du nicht einmal Zeit, dass du auf die Uhr schauen kannst, weil du einfach so schnell sein musst und da verfliegt die Zeit, das ist ein Wahnsinn. Also glaube ich, ist in keinem anderen Beruf so wie in dem. Nadine lässt sich zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin, kurz HGA, ausbilden. Als HGA arbeitet man im Service und an der Rezeption und steht in unmittelbarem Kontakt zu den Gästen. Am Beginn der Ausbildung lernt man das richtige Eindecken der Tische. Später unterstützt man das Servicepersonal bei der Bewirtung der Gäste und bei der Erstellung von Speise- und Getränkekarten. Eigentlich war das eh schon immer klar, dass ich in der Gastronomie arbeiten werde und deswegen ja. Denn auch Nadines Mutter arbeitet in der Branche. Das Interesse an einem Job in der Gastronomie nimmt immer mehr ab. Es gibt Nachwuchsprobleme, nicht nur aus demografischen Gründen. Ich glaube einfach, dass sehr viele, die in den Beruf eintreten, mit 15 Jahren noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Eben längere Arbeitszeiten, man hat keinen Job wie in büromäßig von 8 bis 17 Uhr, man muss Wochenende arbeiten und das schreckt sehr viele ab. Viele wollen halt mehr Freizeit haben und darum stirbt fast der Beruf auch aus. Marlene liebt an ihrem Beruf den Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen. Ihre Art wird von den Gästen geschätzt. Nadine hat im Service ihre Berufung gefunden und Lorenzo liebt es, in der Küche kreativ zu sein. Egal ob in Alt-Lenkbach oder im Ausland, gute Gastronomiekräfte sind gefragter denn je.